Jan Eckstein und Jan Müller gemeinsam aus der ersten Startreihe vor Lukas Lippert und Oliver Kampwert in der zweiten Startreihe. Louis Dietrich und Max Lewogt als schnellster Masterpilot in der dritten Startreihe, fünfte und sechste Position. Alexander Seibt vor Michael Reibert in Reihe Nummer 4, Chris Nolte und Sven Schulz gemeinsam aus Reihe Nummer 5 ins Rennen gehend. David Köster, Martin Berger vor Andreas Kuck, Tobias Gräf und Cedric Loretz. So also die Startaufstellung für die Klasse. Sie sehen es noch weiterhin eingeblendet. Bis eben. Es ist der letzte Lauf des Tages, aber auch hier Rennen Nummer 8 im Jahr 2023 der DD2 Master Clubsportklasse. Und aufgrund dessen, dass es wieder deutlich stärker angefangen hat zu regnen, wird dieses Rennen hier oder der Start abgebrochen und man wird das Feld wieder zusammenführen hier auf Start und Ziel. Das Rennen hat noch gar nicht begonnen. Man hat extra die Möglichkeit gegeben zu signalisieren, geht oder geht nicht. Deswegen auch die Handzeichen eben vom Rennleiter in Richtung des Führenden, in Richtung Jan Eckstein. Und Eckstein hat dann ganz klar gesagt, es ist dann schon ein bisschen rutschig draußen. Und bevor wir hier gleich in Richtung Kurve 1 mit insgesamt 15 Mann dort runterfahren, dann wollen wir es doch lieber so machen, dass wir mit Rot unterbrechen und das Rennen gleich unter anderen Bedingungen aufnehmen dürfen. Mit daran beteiligt ist natürlich auch, entweder war es Sven Schulz oder David Köster. Hat da nämlich mit Problemen zu kämpfen, ist dabei Start und Ziel, wir sehen ihn im Bildhintergrund, liegen geblieben. Da kommt man jetzt noch zur Hilfe, aber für den Augenblick warten wir darauf, dass wir dann gleich auf die Reise gehen dürfen. Kurze Unterbrechung, kurze Verschnaufpause und dann geht es gleich wieder los. Nutzen wir doch einfach die Gelegenheit, während dieser roten Flagge den vermutlich letzten Interviewpartner an diesem Wochenende hier oben begrüßen zu dürfen. Tom Muhler steht bei mir, der an diesem Wochenende ja doch eher, ja man möchte fast sagen, einen Griff in die keramische Abteilung erwischt hat. Also es lief nicht besonders gut für Tom Muhler. Erzähl uns doch gerne mal, was passiert ist. Ja, also 2 von 3 Rennen nicht ins Ziel geschafft, leider sehr schade. 2-mal mit einem sehr unschuldigen Unfall von meiner Seite aus. Aber ja, es gibt auch dunkle Zeiten im Rennsport, also muss man einfach drüber hinwegschauen. Wir haben jetzt bisher allen die Frage gestellt und ich glaube, hier bekommen wir jetzt mal eine andere Antwort. Die Lieblingsstrecke im Kalender 2023. Viele haben gesagt Mülsen, ich glaube, den kann man jetzt so den Zahn ziehen, oder? Also an sich eine sehr, sehr schöne Strecke, aber nicht meine allerliebste Strecke. Ich finde Kerpen sehr, sehr schön.
aber auch hier fahre ich ziemlich gerne. Was hast du jetzt für das Jahr 2023 noch vorgenommen? Noch viel zu lernen auf jeden Fall, weil wir sind ja jetzt neu in der Rotax Senior Klasse und ja, da haben wir noch viel zu lernen und ja, ich finde es gut, dass wir einigermaßen mit den Spitzenleuten mithalten können. Das sah wirklich von Anfang an sehr, sehr stark aus. Du hast Schwierigkeiten in der Juniorklasse, wenn wir uns zurückerinnern an die letzten Jahre, an die letzten 2 Jahre, die du in der Juniorklasse unterwegs gewesen bist. Kommst dann in die Seniorklasse und schlägst dann doch echt ordentlich ein. Hast du selber damit rechnen können? Eigentlich nicht, aber ich finde es sehr, sehr gut. Und ich glaube, auch im Junior hat es einfach daran gelegen, dass die Reifen nicht ganz so weich waren und nicht so viel Grip hatten wie jetzt die im Senior, aber ich komme damit sehr, sehr gut zurecht und ja, mal gucken, was nächstes Jahr bringen kann. Wenn du jetzt hier draußen, ist ja noch Rennaction, Feierabend hast, verfolgst du die anderen Rennen auch oder was machst du in deinen Pausen? Ja, natürlich verfolge ich die. Ich gucke nach den besten Überholmöglichkeiten oder ja, einfach mal ein bisschen zugucken. Super, vielen lieben Dank, lieber Tom Muhler. Wir sehen nämlich gerade, dass es gleich auf der Strecke weitergehen soll mit Rennaction und wollen natürlich gleich dann auch wieder ein bisschen darauf blicken dürfen, was uns hier gleich erwarten wird über 14 Minuten Renndistanz. Es ist der 8. Lauf des Jahres bei den DD2 und DD2 Master Cup Piloten, die jetzt schon unterwegs gewesen sind in Wackersdorf, in Kerpen und natürlich auch in Urlofen und jetzt eben die Rennen 7 und 8 bei der 4. Veranstaltung in Mülsen, bevor es dann nach Belleben und Wittgenborn gehen wird. Jetzt also die Startvorbereitung auf dieses Rennen, auf das letzte des heutigen Tages. Es ist angerichtet. Jetzt sind sie dann auch alle da. Auch ein Sven Schulz und auch der dahinter positionierte David Köster hat den Weg in die Startaufstellung geschafft. So, dass wir jetzt gleich tatsächlich mit allen 15 Piloten in dieser DD2 und Mastersklasse ins Rennen gehen dürfen. Das Feld. Und einer ist hier in ganz langsamer Fahrt. Ende, Start und Ziel aufgestellt. Und zwar die Startnummer 969. Das also der Pilot, der uns hier abhanden gekommen ist. Das betrifft dann in diesem Fall also David Köster. Während jetzt das Feld in langsamer Fahrt auf Start und Ziel einbiegt. Die Ampel aus. Der Start freigegeben. Auf geht die Reise. 14 Minuten Renndistanz und vorne an der Spitze haben wir tatsächlich Jan Eckstein. Lukas Lippert in der zweiten Position, dann ist es Jan Müller auf 3 vor Oliver Kampwert in der 4. Position. Aber der versucht mal gleich die 3. Position zurückzuerobern. Kampwert auf dem Weg, jetzt Jan Müller außen herum zu attackieren. Das gelingt aber nicht. Aus dem Grund also die Reihenfolge weiterhin die gleiche. Jetzt Jan Müller mit dem Versuch, Platz 2 anzugreifen. Ohne Erfolg verliert er sich sogar noch eine Position. Und einer geht im Bildhintergrund quer durch die Grasnarbe.
getroffen hat dies Andreas Cook. Wir haben hier den Kampf im Moment zwischen Jan Müller und dem Teamkollegen, der direkt dahinter unterwegs ist, mit Oliver Kampwert. Passt das? Nein, dürfte eigentlich nicht passen. Das müsste der Alexander Seibt sein, der da an der gesamt fünften Position liegt. Und es hat wieder angefangen, etwas deutlicher zu regnen. Jetzt achten wir mal ein bisschen darauf, was da auf Startenziel für Signale kommen. Und gerade eben haben wir es nämlich gesehen und da gibt es gleich zwei Dreher, drei, vier Piloten, die da mit Problemen unterwegs gewesen sind. Ende Start und Ziel 829, 905. Alexander Seibt und auch Andreas Cook war dran beteiligt. Die 844 war daran beteiligt, Cedric Loretz. Und tatsächlich ist es jetzt dann doch deutlich stärker am Regnen. Slow-Phase jetzt draußen. Überholverbot für alle. Und deswegen, weil man eben diesen Schauer diesmal einfach nur wieder abwarten möchte, anders als es eben zweimal der Fall gewesen ist, richtet man das Rennen nicht ab, sondern holt eben nur die Slow-Phase raus. Der nächste Dreher, den wir da gesehen haben, unter Slow-Bedingungen, auch eher selten der Fall, müsste gewesen sein mit der 924, 824. Das wäre dann Lukas Lippert gewesen, 824. Es kommt jetzt erst einmal hier vorbei als Führender Jan Müller. Auf 1. Dann Reichert auf 2. Nolte in der dritten Position. Und Tobias Gräf auf 4. Und da jetzt die Flaggen tatsächlich. Ne, sie werden noch geschwenkt. Zumindest an dieser einen Stelle. Und damit wird diese Slow-Phase auch noch mindestens mal eine Runde weitergehen. Sobald die gelbe Flagge gezeigt wird und nicht mehr geschwenkt, wissen wir, dass das die letzte Runde dieser Slow-Phase sein wird. 10 Minuten und 5 Sekunden auf der Uhr. Wir haben Jan Eckstein nicht mehr in der Führung, sondern eben Jan Müller auf 1. Überholverbot also und damit geht es in die nächste Runde hinein. Müller vor Reibert auf 1 und 2. Nolte, Graf und dann folgt auch schon Martin Berger, Oliver Kampwert, Cedric Loretz und jetzt wird die gelbe Flagge nur noch gezeigt. Das heißt, jetzt geht die Reise gleich weiter. 9 Minuten noch auf der Uhr. Und dann wird noch mal ein bisschen Rennaction auf der Strecke stattfinden dürfen. Und auch wenn es von oben noch ein bisschen niederprasselt, und zwar in Form vom Wasser, wird es jetzt hier gleich wieder unter Grün weitergehen, weil man den Fahrern jetzt genug Zeit gegeben hat, sich auf die Bedingungen einzustellen. Und dann wird man jetzt also sehen, wer mit den Slicks im Regen sich durchsetzen kann. Also die große Herausforderung und Prüfung für die einzelnen Piloten jetzt auf der Strecke. So sehen wir beispielsweise
wie Nolte jetzt vorbeigeht. Nee, Reibert hat sich die Position wieder zurückerobert. Da war nämlich Nolte schon vorbei an der zweiten Position. Und jetzt holt er sich diese eben auch wieder zurück. Also wieder der Wechsel an der zweiten Position. Dahinter müsste dann Tobias Graef folgen. Die Spitze kommt jetzt auf die lange Gerade eingebogen. Und da ist jetzt auch ein Tobias Graef bzw. ein Chris Nolte gefragt. Ende, Start und Ziel. Sich irgendwie zu positionieren. Graef versucht jetzt Platz 2 zu übernehmen. Das gelingt auch. Und dann kommt diese ganze Armada bis hin zur 969 David Köster. Also von Position 2 bis Position 15. Alle ganz dicht beisammen. Und diese kurze Regenphase, die hat tatsächlich alles mal so ein bisschen durcheinander gewirbelt hier. Bevor dann die Slowphase ausgerufen wurde. Der größte Profiteur aus diesem ganzen Geschehen ist dann der Führende. Das war mit der 118 Jan Müller, der eigentlich gar nicht da vorne gesehen wurde, sondern der war, glaube ich, an der dritten, vierten, fünften Position vor der Slowphase. Dann gab es die einzelnen Dreher und dadurch hat er die Führung übernommen und ist jetzt tatsächlich auch schon um einiges weggefahren gegenüber dem jetzt neuen Zweitplatzierten Tobias Graef, der ja auch seines Zeichens aus der DD2 Masterklasse kommt. Wir sehen Cedric Loretz auf 3, Michael Reibert in der vierten Position und dann auf Platz 5 mit der 824 Lukas Lippert. Nächster Wechsel, da wird Reibert wieder niedergerungen von, war es Cedric Loretz? Eine, das Kart erkannt zu haben. Damit wäre es der neue Zweitplatzierte. Für Jan Eckstein ein bisschen zum Vergessen. Nur in der 13. Gesamtposition. Hinten hängt ein bisschen der Auffahrschutz, während da Michael Reibert, Tobias Graef komplett durch die Grasnarbe geschickt wurde und dort jetzt auch stehen geblieben ist. Aus und vorbei das Rennen für ihn. Steigt aus, vielleicht versucht er sein Kart noch auf die Straße zurück zu schieben. Nein, macht er nicht. Da geht es jetzt noch weiter in den Wald hinein und dann das Rennen frühzeitig beenden zu müssen. Müller, Loretz, Lippert, Reichert und Slevogt. Das sind die ersten 5 Positionen. Slevogt führt in der Masterwertung, während Lippert jetzt versucht, Cedric Loretz zu attackieren. Und dort auch vorbeigekommen ist. Und Jan Müller 2,1 Sekunden Vorsprung genießt hier bei diesem Rennen. 3 Minuten und 45 Sekunden jetzt noch auf der Uhr. Das heißt, das werden hier noch 5 Runden vermutlich. Vielleicht sogar 6 in diesem Rennen. Anders als wir das zuvor gesehen haben, da waren es glaube ich 18 Runden. Aufgrund der Slow-Phase haben wir natürlich nicht das Renntempo auf der Strecke erreicht, so dass es dann vermutlich 16 Runden werden für Jan Müller, der dieses Rennen weiterhin anführt, aber aufpassen muss. Denn von hinten droht Lukas Lippert
immer näher heranzukommen. Der Rundenzeitenvergleich spricht da eine ganz klare Sprache. Eine Sekunde in der letzten Runde hat er gut gemacht. Lukas Lippert. Mal sehen, wie das jetzt in der abgelaufenen 11. Rennrunde der Fall ist. 55,3 zu 54,4. Das sind wieder 9 Zehntel gewesen, die dort Lippert gut gemacht hat. Und damit ist der Kampf sicherlich noch nicht gelaufen. Dort um die Position an der Sonne. Denn da wird Lukas Lippert sicherlich noch den Angriff wagen. Wir sehen auch Cedric Loretz wieder deutlich näher herankommen. Das wird sich jetzt auf den nächsten 1,45 zu einem Dreikampf entwickeln, während uns der nächste abhanden gekommen ist mit Martin Berger. Und zwar steht der Ausgang der letzten Schikane. Hat da auch mit einem Problem am Kart zu kämpfen. Sieht nämlich danach aus, als wäre vorne die Spur komplett verstellt, wenn da nicht sogar die Lenkachse gebrochen ist, oder die Spurstange durchgebrochen. Jetzt geht's also in die letzten, das werden noch 3 Runden. Das werden tatsächlich noch 3 Runden. Dann kommen wir am Ende auf 16. Für Jan Müller. Das werden 3 richtig harte Runden werden. Obwohl er in der letzten Runde eben nur noch eine Zehntel hergeben musste gegen Lukas Lippert und Cedric Loretz. Und die beiden sich ja auch nochmal ein bisschen Zeit nehmen gegenseitig. Vielleicht der Lichtblick am Ende des Tunnels für Jan Müller, dass es eben nur noch 3 Runden sind. 2,5. Sobald sie hier bei Start und Ziel sind, vorbeikommen sogar nur noch 2. Die Uhr läuft unerbittlich gegen 0. Aber wir haben noch just in diesem Moment 5 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, es ist nicht die letzte Runde, die hier angebrochen ist, sondern eben nur die vorletzte für den Kampf zwischen den 3 Piloten. Müller, Lippert und Loretz. Da kommt jetzt schon der erste Ansatz, sich zu zeigen, von Lukas Lippert. Auch Cedric Loretz hat hier noch nicht abgeschlossen mit diesem Rennen. Jan Müller hat alle Hände voll zu tun, sich irgendwie vorne zu halten. Einmal muss er diese Strecke noch umrunden. Jetzt verliert er erstmal die Führung. Aber Achtung, nein, das reicht tatsächlich für Lukas Lippert. Das hat er sehr gut vorgetragen. Und jetzt wird auch Cedric Loretz noch mit durchgehen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt auch der dahinterfahrende Max Lebogt seine Möglichkeit sieht. Nochmal der Versuch. Jetzt neu wieder zurück an der zweiten Position. Jan Müller wieder vorbei an Cedric Loretz. Übernimmt die zweite Position. Aber Lukas Lippert, der wird vorne wohl dieses Rennen souverän am Ende nach Hause fahren. Trotz aller Unwägbarkeiten auf der Strecke in diesem Rennen. Am Ende hat Lukas Lippert alles richtig gemacht. Steht vorne. In der vorletzten Runde hat er sich durchsetzen können. Fehler von Jan Müller. 2 Kurven vor Schluss. Und dann gibt es sogar noch die Kollision mit dem Einschlag von Michael Reibert, aber steigt direkt aus dem Kart aus. Schwarz-weiß kariert ist draußen. Es war Jan Eckstein, gar nicht Reibert. Jan Eckstein hat es dort erwischt. Lippert, Loretz auf 1 und 2.
Slevog 3, dann Jan Müller, vor Michael Reibert, Alexander Seibt, Sven Schulz, Olivier Kampwert, vor Chris Nolte, Louis Dietrich, Andreas Kuck, David Köster und dann ja, Jan Eckstein. Das Ergebnis hier eingeblendet für Sie zu Hause. Martin Berger und Tobias Gräf leider frühzeitig das Rennen beenden müssen. Mit zwei Ausfällen auf der Strecke. So also das Gesamtresultat. Während hier dann doch nochmal drei Stück durchgefahren sind. Und das war also der aktive Teil hier bei der RMC Germany und RMC Cup Serie 2023 aus Mülsen. Wir verabschieden uns aus dem Livestream für den heutigen Tag, sagen vielen Dank fürs Zusehen und fürs Zuhören und sagen hören uns hoffentlich wieder dann in Belleben bei der nächsten Veranstaltung und spätestens dann in Wittgenborn beim Saisonfinale 2023.